So, hallo und herzlich willkommen. Heute will ich euch mal den Jump Throw Bind vorstellen. Das ist einfach quasi, braucht ihr für Smokes, zum Beispiel wenn ihr die CT Smoke werft, hier bei Mirage. Zack, Jump Throw Bind ist quasi, ihr nehmt die Granate in die Hand, bereit zum Werfen und drückt dann nur noch eine Taste und dann kommt automatisch der Vorgang, dass ihr hüpft, die Granate loslasst. Und ihr müsst es somit nicht von Hand machen. Also ihr müsst nicht diesen manuellen Jump Throw machen. Problem am manuellen Jump Throw ist, ich habe den jetzt die ganze Zeit so gespielt und ging auch in den meisten Fällen gut. Aber mir ist es jetzt ein paar Mal passiert, dass ich den quasi hier extrem gesagt so verkackt habe zum Beispiel. Einfach, du hast keine wirklich hundertprozentige Chance. Und wenn du hier die Smoke legst, dann hast du erstmal deinen kompletten Rush verkackt, ja, von dem ganzen, vom Team, die Seite, was Action steht. Ist einfach ärgerlich, wenn die nicht richtig kommt. Und das ist, CT-Smoke ist einfach auch eine extrem wichtige Smoke. Von dem her, ich kann die jetzt hier, ich gehe in Position, gehe drauf, die Granate ist im Anschlag, zack, Granate, wieder, zack, Granate und wieder Granate. Und ihr seht, die kommt wirklich, ja, ist nicht 100%, aber sie kommt extrem exakt auf die gleiche Position. Und es ist einfach, darauf kommt es einfach an. Ich fliege hier in der Gegend rum. Ja. Also ich würde allen empfehlen, für besonders hier zum Beispiel, da kommt halt auch noch ein Video raus, die Windows Smoke für Mirage zum Beispiel, dass die Granate hier oben liegt, liegen bleibt und das Fenster smoked, die ist ohne dieses Jump Throw Bind im Prinzip fast unmöglich richtig zu werfen und vor allem kontinuierlich. Die kommt vielleicht mal richtig, wenn ihr wirklich gut seid und Glück habt mit dem Jump Throw. Aber beim, wie gesagt, bei meinen Versuchen ging es zu 90% der Fälle falsch, schief. Und wie gesagt, hier vorne habe ich ein paar Mal die Smoke verkackt und deswegen habe ich gesagt, okay, ich gehe jetzt auch auf das Jump Throw Bind. Und werde euch jetzt natürlich gleich noch zeigen, wie ihr das in die Config reinschreibt. Ist überhaupt kein Problem, ist ganz easy gemacht. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. So, ihr müsst jetzt in euren Steam Library, Steam Apps, Command, Counter-Strike, CSGO, CFG Ordner gehen und dann müsst ihr eine Auto-Exec-Datei haben. Wenn ihr schon was in die Configs geschrieben habt, habt ihr das wahrscheinlich schon. Wenn nicht, erstellt ihr ein. Und wenn ihr denn noch nichts drin habt, könnt ihr einfach nur diesen Text reinschreiben. Wenn ihr was drin habt und es geordnet habt, könnt ihr es einfach hinzufügen, wo ihr das möchtet. Aber im Prinzip braucht ihr nur diesen eingerahmten Text rein. Hier Bind, wo bei mir C steht, könnt ihr eine beliebige Taste auswählen. Zum Beispiel Maustaste 4. C, V, also müsst ihr natürlich gucken, was noch nicht belegt ist bei euch, aber es sind halt Tasten, die sollten natürlich im Bereich eures Fingers sein, dass ihr nicht jetzt über die halbe Tastatur gehen müsst, um die Taste zu finden, aber das müsst ihr selber entscheiden. Aber ihr müsst nur diesen markierten Bereich quasi in eure Auto-Exec-Datei reinpacken und dann ist es quasi so eingegeben. Ja, das war es jetzt mal soweit alles. Wenn ihr noch mehr Fragen habt zur Config oder zu meiner Config, schreibt es gerne in die Kommentare. Wie gesagt, heute kommt auch noch das Mirage Windows Smoke. Da ist das wirklich von Vorteil, wenn ihr das habt. Deswegen habe ich es jetzt, wie gesagt, auch reingemacht. Und die Granaten, wo alle mit Jump Throw gemacht werden, die kommen einfach 100%. Ihr habt keine Probleme mehr. Und ja, ist einfach wichtig, wenn ihr wirklich ein bisschen professioneller im Matchmaking spielen wollt oder was weiß ich, wo auch immer, dann ist es eigentlich Pflicht, dieses Script oder diese Config mit drin zu haben. Jo, dann sage ich mal danke fürs Zuschauen. Gebt einen Daumen hoch, wenn euch das Video geholfen hat. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Und danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.